Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Video von Happy Singing Batuta. Ihr seht schon, was hier liegt. Geld. 3.500 Euro. Und spätestens jetzt habt ihr wahrscheinlich begriffen, es ist wieder Zeit für Money Mindset. Was mache ich mit? Das ist ja meine kleine Gedankenübung, die ich alle paar Wochen eigentlich mal mache, beziehungsweise ich selber für mich mache die sogar häufiger. Und ich lade euch ein, steigt doch heute einfach mal mit ein. Tun wir mal so, als ob. Denn wir selber setzen uns ganz häufig in unseren eigenen Kopf, setzen uns Grenzen und sagen, ja, es ist total normal, dass wir jeden Monat 2.000 Euro verdienen, dass wir jeden Monat 3.000 Euro verdienen, aber mal eben so zwischendurch 3.500 zusätzlich zu bekommen, ohne dass wir dafür eine extrem große Leistung zum Beispiel erbracht haben. Das ist für die meisten wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Oder falls es für dich nicht unwahrscheinlich ist, falls es für dich völlig normal ist, super, dann wird dir diese Übung ganz, ganz leicht fallen. Für viele Menschen ist es aber sehr unwahrscheinlich und da gehöre ich auch dazu, weil wir davon überzeugt sind, ja, es kann mal sein, dass man mal so ein paar Euro findet, gerade auch auf der Straße, vielleicht bekommt man zum Geburtstag mal so 50 oder 100 oder auch mal 200 Euro. Weihnachten, alles das, alles normal. Und wir haben ja die letzten Male auch mit anderen Zahlen rumgespielt. Wir haben ja mit 505 Euro diese Übung gemacht und wir haben sie, ich glaube, mit 870 Euro gemacht. Und ich habe mir jetzt überlegt, okay, gut, gehen wir jetzt knapp über 1000, gehen wir an die 1000, was machen wir? Und ich habe gedacht, nee, komm, wir hauen jetzt gleich einen drauf. Wir packen jetzt 3500 Euro hier auf den Tisch. Das ist Spielgeld. Ja, aber es geht jetzt einfach darum, dass wir uns überlegen, okay, gut, was wäre das? Was wäre das für eine Situation? Ja, wie könnte es zum Beispiel zu uns kommen, dieses Geld? Und vielleicht es einfach auch mal nur anzunehmen. Ja, nur mal anzunehmen, dass wir, warum auch immer, dieses Geld haben dürfen, dieses Geld empfangen dürfen, ohne etwas dafür zurückgeben zu müssen oder etwas verlieren zu müssen dafür. Ja. Denn geben tun wir ja auch ganz automatisch häufig. Aber bevor wir damit starten, möchte ich heute mit euch mit einem kleinen kurzen Impuls starten. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe zum Geburtstag ein wunderbares Buch bekommen, das heißt Deep Talk. Und da geht es darum, dass ich jeden Tag einen kleinen Impuls bekomme und daraufhin antworten muss. Und das möchte ich gerne mit euch machen, von daher überlegt doch mal, was euer Impuls dazu wäre. So, und zwar nehmen wir gerne mal den Tag 8. Wofür bekommst du öfters ein Kompliment? Okay, bei mir ist das meine Stimme tatsächlich. Sowohl beim Gesang als aber auch beim Sprechen. Viele finden die sehr angenehm, viele sagen, oh, mach doch weiter Podcast, schreib doch mal oder sprech doch mal Dokumentationen und so weiter. Ich höre deine Stimme so gerne und das freut mich immer sehr, weil ich liebe es auch mit meiner Stimme zu arbeiten und ja, das macht mir immer sehr, sehr viel Mut und das finde ich ganz toll. Schreibt doch gerne mal bei euch in die Kommentare, wofür bekommt ihr öfter ein Kompliment? Welcher Punkt ist das bei euch? Und ihr habt garantiert einen Punkt, auch wenn ihr ihn vielleicht für nicht wichtig haltet. Ja? Auch ihr habt so einen Punkt. Okay. So. Lasst uns starten, denn warum mache ich diese Money Mindset Reihe mit euch? Vielleicht wisst ihr es schon. Es geht darum, dass wir einfach unsere Grenzen ein bisschen stretchen, unsere Geldgrenzen. Ja, wo wir sagen, nee, das ist nicht wahrscheinlich, dass wir mal eben 3.500 Euro bekommen. Wieso sollte es nicht wahrscheinlich sein, dass du morgen 350.000 Euro erbst? Ja? Warum nicht? Warum lassen wir unseren Kopf entscheiden, was möglich ist und was nicht? Ja? Und deswegen zeigen wir einfach unserem Hirn und unserem Unterbewusstsein mal mit dieser kleinen Übung, hey, das kann durchaus passieren, dass wir mal zwischendurch ein paar Geldbeträge bekommen. Und mal sind das 200 Euro und mal sind das 20.000 Euro. Der Betrag ist überhaupt nicht wichtig. Ja, wir nehmen den einfach nur dankbar an und geben ihn weiter. Das ist das, wo wir hinwollen, ihr Lieben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mitgeht auf dieser Reise. Also, diese Übung hat drei Teile. Und zwar
die erste Aufgabe. Das heißt, diese 3.500 Euro müssen wir jetzt verteilen. Und zwar in eine einzige deiner Kategorien. In welche Kategorie wäre das? Und ich fand das ganz lustig, weil normalerweise, also bitte macht die Übung mit, ja, falls ihr das jetzt noch nicht wisst, bitte macht die Übung für euch mit. Ihr könnt sie auch gerne schriftlich mitmachen, ja, dass ihr erstmal überlegt, okay, gut, was sagt eure Intuition, was sagt euer Bauchgefühl, wohin soll das Geld? Und beim ersten Mal hatte ich mir das vorher überlegt. Und dieses Mal, als ich gewusst habe, ich drehe jetzt gleich dieses Video, ich habe jetzt hier gleich 3.500 Euro, die ich irgendwo reintun will, was sagt denn da mein Bauch? Da fiel mir ein Spiel in die Hände. Und zwar ist das eins von meinen Spielen, das ist das Spartopf-Sparen-Spiel. Und zwar ist das ein Spiel, womit man eigentlich zusätzliche Einnahmen verteilt. Das heißt Geld, was man jetzt noch nicht auf einem bestimmten Spartopf braucht, sondern wo man sagt, hey, okay, jetzt, das kann eigentlich so kategoriemäßig zwischen verschiedenen verteilt werden. Da habe ich jetzt nicht eine Präferenz, wo ich sage, ich brauche das in diesem Fall, ja, ich brauche das unbedingt in dieser Kategorie. Und das macht eigentlich ziemlich viel Spaß, weil das ja völlig willkürlich ist. Und wie viel eben auch in eine Kategorie kam, und dieses Spiel fiel mir tatsächlich in die Hände. Alle Chips sind hier durcheinander gekommen dabei. Und da habe ich gedacht, okay, da hätte ich richtig Bock drauf, wenn ich diese 3.500 Euro hätte. Also ganz klar, meine Intuition möchte dieses Geld, 3.500 Euro, mit dem Spartopfspiel verteilen. Das wird, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Es wird sehr, sehr viel Spaß machen, weil dadurch natürlich auch mehrere Töpfe profitieren würden. Und das würde mir, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen. Und trotzdem, bei diesem Spartopfspiel ist es so, man hat einmal blaue Karten. Die haben eine unterschiedliche Farbe. Die haben jetzt zum Beispiel rot. Die sind jetzt blau. Dann gibt es auch mal den Wunschtopf, wo man sich also eine Kategorie aussuchen kann. Man kann bis zu 7 verschiedene Farben nehmen, kann natürlich auch noch mehr machen. Und dann gibt es einen roten Chip und da steht eine Zahl drauf, in diesem Fall 25. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den blauen Klecks gezogen hätte, dann müsste in diesem blauen Topf, in diese Kategorie, für die ich diese blauen Karten vorgesehen habe, 25 Euro zum Beispiel. Ja, und man kann hier natürlich auch größere Beträge nehmen. So wird es dann zum Beispiel aufgeteilt und es wird immer eine blaue und eine rote Karte gezogen. Und das variiert natürlich an Beträgen. Das heißt auch mal eine Niete dabei, da ist auch mal ein Spartopftausch dabei. Das heißt, dass alle Beträge, die zum Beispiel bis jetzt in Auto gespielt worden sind, mit einem anderen Topf getauscht werden müssen. Also in diesem Spiel natürlich dann. Und ja, das macht sehr viel Spaß, weil man es eben nur geringfügig beeinflussen kann, nämlich nur in dem Fall, welche Kategorien überhaupt mitmachen. Und ja, das finde ich immer sehr, sehr schön. So, von daher, das ist definitiv meine erste Intuition. Also mein Bauchgefühl hat diesmal gesagt, ich möchte spielen, ich möchte das ganze Geld spielend verteilen. Und ich glaube, das wäre ganz schön cool, ja. So, bei den anderen bitte achtet darauf, dass ihr normalerweise eine Kategorie nehmt. Ich mache das jetzt nur ausnahmsweise, weil ich jetzt ein einziges Spiel hatte. Ich habe nicht gesagt, ich teile es auf mehrere Spiele auf, sondern ich habe es nur auf eins geteilt. Ich wollte unbedingt dieses Spiel spielen. Aber es kann zum Beispiel sein, dass ihr jetzt sagt, boah, ihr braucht es in Gesundheit, im Notgroschen, im Auto, was auch immer. Ja, das, was ihr gerade merkt, boah, da will ich das Geld jetzt reintun. 3.500 Euro. Und fühlt auch mal in euch rein, was diese Zahl mit euch macht. Ist das für euch eine große Zahl? Ist das für euch unwahrscheinlich, dass ihr diesen Geldbetrag bekommt? Oder sagt ihr, nee, locker. Alle 3 Wochen habe ich das hier auf dem Tisch liegen. No? Also es ist beides völlig normal. Es ist beides völlig okay auch, weil es sind einfach nur eure Einstellungen. Und eure Einstellung könnt ihr ändern. Darum geht's, ja? Dass wir einfach mal feststellen, überhaupt, was habe ich denn überhaupt für ein Gefühl, wenn ich hier 3.500 Euro liegen habe? Für mich ist es tatsächlich noch ein Betrag, den finde ich manchmal schon komisch. So, da sage ich manchmal, boah, der wirkt nicht realistisch manchmal. Ne? Also ja, mein Kopf könnte sich schon Gründe überlegen, warum ich jetzt dieses Geld bekommen könnte. Aber erstmal ist da eine große Leere. Ja. Von daher,
Fühlt einfach mal in euch rein und bewertet euch dann auch nicht, sondern nehmt es einfach mal nur an. Stellt einfach nur fest, ah, okay, anscheinend ist es für mich sehr unwahrscheinlich, dass ich so viel Geld bekomme. Ah, okay, anscheinend ist das für mich völlig normal, dass dieser Betrag hier liegt und den kann ich auch direkt gleich entscheiden hinlegen, muss ich gar kein Spielgeld nehmen. Ja, genau. So, ganz wichtig, wenn ihr euch bei der ersten Aufgabe für euer Bauchgefühl entschieden habt, in welche Kategorie diese 3.500 Euro gehen sollen, dann gebt ihm auch direkt einen Zweck. Das heißt, sagt, wofür gebt ihr es aus? Wenn ihr sagt, ihr tut es zum Beispiel in den Gesundheitsfonds, weil ihr wisst, ihr habt eine größere Zahn-OP oder weil ihr wisst, ihr wollt dort einen bestimmten Rahmen an Sicherheit ansammeln, ja, damit eben, falls mal irgendwas sein sollte gesundheitlich, damit ihr da abgesichert seid, dann schreibt es bitte hin, schreibt auch euer Ziel hin, ja, worauf ihr hinspart. Und dann seid da ganz genau und gebt dieses Geld prinzipiell direkt aus. Oder sagt auch zum Beispiel, ey, ich fahre damit direkt meinen Urlaub, ich mache damit direkt eine Kreuzfahrt. Ja? Also deswegen liegt das Geld im Urlaubsfonds. Und sagt gerne auch, was für eine Kreuzfahrt, wie lange ist die, was seht ihr da? Ja? Also auch da, geht da gerne direkt rein und schreibt es direkt auf. Das ist bei mir jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, weil durch dieses Spiel natürlich das auf viele Spartöpfe verteilt wird. Aber ich würde sagen, dadurch, dass ich das in diesen Spartopfsparen mache, habe ich einerseits Spaß am Spiel und ich fülle, ich sag mal, alle meine Kategorien ein wenig auf. Ja, weil das merke ich nämlich auch manchmal, oh, ich weiß gar nicht, wo ich es reintun kann, das kann eigentlich jede gebrauchen. Das heißt deswegen, ich glaube, das heißt dieses Spiel auch für mich. Weil das ist der Unterschied zum Beispiel zu meinem Würfelsparturnier. Da nehmen ja auch mehrere Kategorien dran teil, das ist mit einem Würfel. Und da bekommt aber nur der Sieger am Ende das Geld. Und bei diesem Spiel geht es eben auf unterschiedliche Kategorien und zwar immer unterschiedliche Beträge, aber da bekommen mehrere Kategorien Geld. Ja? Und deswegen, ja, würde ich sagen, ist es bei mir der Spaß am Sparen definitiv und am Spielen vor allem auch Spielen sparen, finde ich unglaublich toll. Und mehrere Kategorien aufstocken. Und das finde ich, glaube ich, mit 3.500, das geht schon ganz gut. Okay, wenn ihr jetzt hingeschrieben habt oder euch genau überlegt habt, wofür ihr in der Kategorie, die euer Bauchgefühl euch sagt, das Geld ausgibt, dann geht es jetzt an Übung Nummer 2. Gut. Dann geht es jetzt an Übung Nummer 2. Und zwar dürft ihr jetzt mit dem bewussten Verstand entscheiden. Das heißt, sucht euch so 3, 4, 5 Kategorien raus, wo ihr sagt, ja, da möchte ich jetzt Geld reintun. Und dann tut ihr da Geld rein. Tatsächlich. Tatsächlich und genau so. So, ich guck mal. Und dafür nehme ich natürlich, Entschuldigung, dass es jetzt so laut klackt mit den Beinen. So, dafür habe ich mir das Geld, die 3.500 Euro, ein bisschen kleiner gemacht. Ja, ich habe mir die ein bisschen kleiner getauscht. So, und habe jetzt hier einen bunten Haufen Geld. So, auch den zählen wir natürlich nochmal. 500 Euro, 700, 900, 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2000, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 50, 2, 8, 50, 2, 9, 50, 3000, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 2, 4, 6, 8, 3.500 Euro. So, also dieselbe Summe, nur in kleineren Scheinen, damit ich es auch auf mehrere Spartöpfe verteilen kann. Okay, dann schaue ich gleich mal, dass ihr das auch alles hier gut sehen könnt.
Das geht. So, ich habe ja aus dem großen Binder, das ist ja mein Finanzbinder, schon ein bisschen was rausgeholt hier. Da fangen wir tatsächlich mal mit dem großen Punkt an, mit der finanziellen Freiheit. Und die kriegt einen Boost von 500 Euro. So, die kriegt den Boost von 500 Euro. Und hier, damit stocke ich tatsächlich, finanzielle Freiheit ist ja für mich im Prinzip eigentlich noch mehr als der Notgroschen. Zumindest soll es mal so werden. Finanzielle Freiheit heißt für mich halt einfach alles das, was ich mir wünsche, mir zu ermöglichen und einfach auch eine Sicherheit zu haben. Deswegen ist das ganz wichtig, dass da mal ein Boost reinkommt. Dann würde ich gerne meine Verbindlichkeiten weiter begleichen. Und da nehme ich jetzt mal 300. So. Ja. Okay. Rainy Day. Das ist ja tatsächlich das, was bei euch meistens Emergency Fund oder auch der Notfallgroschen ist. Das hier darf dieser werden, mein Rainy Day Fund. Und das heißt, er bekommt mal 200 Euro und ist damit sehr, sehr glücklich. Glücklich, glücklich. Okay. In mein Business und vor allen Dingen in meine Weiterentwicklung packe ich mal 400 Euro. Ein 200er und zwei 100er. Genau. Achso, jetzt hatte ich eben das gar nicht erklärt. Verbindlichkeiten natürlich, um da vielleicht schneller meinen Kredit auch abbezahlt zu haben. Rainy Day natürlich, um das ein bisschen aufzustocken, um einfach mal, wenn kleinere Kleinigkeiten sind, einfach da drüber wegzukommen und da einfach eine Sicherheit zu haben. Und hier im Business oder gerade auch für die Weiterbildung, ich bin ein Weiterbildungs-Junkie, ich liebe es zu wachsen. Gerade auch persönliches Wachstum finde ich unglaublich toll. Und gerade auch, wenn man sein eigenes Business startet, mit meinem Coaching zum Beispiel. Oder eben auch jetzt gerade hier, wo ich merke, ganz viele Leute finden Interesse an meinen Spielen und an meinen Challenges, wo ich merke, ey, ich würde sie gerne drucken lassen. Ich will sie nicht selber drucken, ich will sie nicht selber schneiden oder beziehungsweise zumindest mit einer Schneidemaschine und nicht alles mit der Schere. Ja, auch da einfach zu investieren. Deswegen sind das einfach für mich Sachen, wo dann das Geld hinfließen würde. Okay, dann lasst uns mal gucken. Big Five for Love. Big Five for Love bekommt 150 Euro. Das ist ja meine Beziehung, die ich mir wünsche. Und das kann dann mal sein, dass wir zusammen wegfahren. Das kann aber auch einfach sein, dass man sagt, falls man nicht in derselben Stadt dann wohnt, wir machen ein schönes Date zusammen oder was auch immer. Aber da darf einfach ein bisschen Geld rein. Wien. Wien ist so gut wie durch. Wien brauchen wir jetzt hier nicht mehr berücksichtigen. Zoo Berlin. Das finde ich gut. Da gehen mal 300 Euro rein. Und ihr merkt, plötzlich rinnt das Geld mir durch die Hände. So, das ist dann für den Zoo, das ist dann für die Übernachtung in Berlin, das ist für Essen gehen, für ins Theater gehen und so weiter und so fort. Definitiv. Retreat lasse ich mal aus und die Nordlichter bekommen von mir 150 Euro. Sind zu. So. Genau, das ist ja die Kreuzfahrt, die ich mal machen möchte. Das ist mein Big Five for Life. Also es gibt, jeder Mensch hat so ein paar Sachen im Leben, die er unbedingt machen möchte. Zum Beispiel 5. Und eine Sache davon ist für mich eine Kreuzfahrt zu den Nordlichtern. Deswegen, da darf ich für sparen. So, dann der Personal Binder. Ja. 150 Euro in Hobby. Etsy Eskalation. Zum Beispiel, oder eben aber auch was anderes. Aber es werden, glaube ich, definitiv Sparspiele werden. Ja, ich glaube auch. Sehr, sehr cool. Die Freizeit. Da packe ich tatsächlich... Nee. Ich habe andere Pläne. In die Kleidung können wir nochmal 50 Euro reinpacken. Da kann ich mir meine neuen Schuhe kaufen und so weiter. Oder einfach ein bisschen weiter unterstützen. Das können wir ruhig machen. Würfel und Zucker, das ist ja das Café. Hier, das Brettspielcafé hier in Hamburg. Da packe ich 100 Euro rein, dann brauche ich das nämlich nicht über die variablen Kosten machen und vor allen Dingen kann ich dann einfach auch mal häufiger hingehen und das freut mich sehr.
Für einen Ausflug packen wir mal 250 Euro zur Seite für meinen Ausflugtopf. Super. Hochzeit überspringen wir. Umzug kommen 300 Euro rein. Es läuft und läuft. Das Geld ist gleich alle. So. Das ist einfach für eine Kaution oder auch für ein Umzugsunternehmen oder was auch immer. Da ist immer Platz. Diesmal mache ich keinen Urlaub, diesmal mache ich Ausflüge. Das ist also okay. Heim und Garten. Da packen wir auch 200 Euro rein. Das ist die Anzahlung auf mein Sofa, das ich gerne haben möchte. Das ist schon mal gut. Ich wünsche mir nämlich ein neues Sofa, denn mein Sofa ist schon ganz schön alt. Technik. Liebes Handy, 150 Euro für dich. So, und ihr merkt, es hängt echt davon ab, mit welchen Umschlägen man hier startet. So. Wir machen es jetzt so: Auto kriegt 50 für Reparaturen, für jährliche Untersuchungen, für den TÜV, für was auch immer. Nachzahlung bekommt ebenfalls 50 Euro. Okay. So, und dann haben wir noch mein letzten Bein da. Und wir haben noch 200 Euro. Okay. Hosting. Hosting ist okay. Weihnachten ist auch okay. Geschenke. Geschenke bekommt mal 50 Euro. Geschenke bekommt mal 50 Euro. Luis, mein kleiner Patensohn, bekommt 20 Euro. Familie NRW, das heißt, wenn ich sie besuchen fahre, die bekommt 50 Euro, der Umschlag. Familie Bremen, das passt immer noch. Gesundheit bekommt 20 Euro. Friseur, ja, Friseur bekommt 20 Euro. Und Ringana bekommt 40 Euro. Ringana-Produkte sind tatsächlich, da habe ich mich auch gefreut, das ist heute nämlich wieder angekommen. Das sind für mich Drogerieartikel, also Shampoo, Duschgel, Deo und so weiter. Das ist eine Marke, die man, glaube ich, auch nur online kaufen kann, beziehungsweise nur über die entsprechenden Partner eben auch. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, die sind extrem nachhaltig. Sie verwenden nur frische Produkte. Das heißt, sie haben auch ein Ablaufdatum. Deshalb wird man diese Artikel auch nicht in den Supermärkten finden, weil die lassen sich nicht lange genug haltbar machen, weil sie eben frisch sind und demnach eben auch ablaufen, dafür aber eben auch einfach nur gesund sind und dem Körper tatsächlich auch einfach sehr, sehr gut tun. Und das habe ich eben auch gemerkt. Ich habe da ein bisschen mit eingestiegen, mit dem Deo zum Beispiel. Da bin ich ein Riesenfan von. Ich hatte immer ein Problem, tatsächlich als Teenager schon, auch die letzten Jahre immer wieder mit Schweiß, dass sich das einfach bei mir nicht unbedingt ändern konnte. Und es ist ja einfach bei einigen Menschen so. Und ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert. Es hat letztendlich nichts komplett geholfen. Und seitdem ich Ringana Deo Produkt genutzt habe, ist das Ding durch für mich. One and only Lösung sozusagen. Von daher, also da bin ich einfach schwer von begeistert und man merkt halt einfach auch, wie gut es dem Körper tut, weil das finde ich eben auch spannend bei Ringana. Es geht da eben darum, den Körper gesund zu erhalten bzw. zur Gesundheit zu bringen und nicht eine Krankheit zu verhindern oder ihr vorzubeugen, sondern es ist komplett die Konzentration auf Gesundheit. Das ist eben auch ein ganz großer Punkt. Deswegen, die Produkte sind ein bisschen teurer, deswegen sind da 40 Euro eigentlich viel zu wenig, aber ja, trotzdem schon mal ein guter Anfang. Friseur 20 Euro ist immer mal gut, ne? Gesundheit 20 Euro, da baue ich ja auch gerade den Puffer auf, gerade für Zahnreinigung und Co. Ne? Dann haben wir hier Familie NRW, wenn ich meine beste Freundin und meinen Patensohn in Nordrhein-Westfalen besuche, da brauche ich immer ein bisschen Geld, entweder Spritgeld oder Zuggeld oder Übernachtungsgeld, das ist da auf jeden Fall nie falsch. Und mein kleiner Patensohn kriegt natürlich auch ein bisschen Geld auf sein Konto. Und 50 Euro für Geschenke finde ich sowieso eine schöne Sache. Ja, da möchte ich sowieso einen Puffer aufbauen, weil das merke ich halt sonst. Gerade in der ersten Jahreshälfte haben, glaube ich, fast alle meine Bekanntschaften Geburtstag oder auch Familie und Freunde. Ich glaube, nur drei Leute haben in der zweiten Jahreshälfte, alle anderen haben in der ersten. Und von daher ist es ganz gut, wenn man da mal einen Puffer aufbaut, glaube ich. Genau, alle anderen Punkte hatte ich, glaube ich, auch erklärt. Ne? Bei den Punkten, genau, Sparspiele,
Kleidung, neue Schuhe zum Beispiel und eben hier immer häufiger ins Café gehen. Ja, da hatte ich eigentlich zu den anderen Punkten, hatte ich überall was gesagt. Das heißt jetzt auch bei euch, nehmt euch diesen Betrag, 3.500 Euro, der ja ziemlich groß ist, und teilt den jetzt mal mit Bewusstsein in eure Kategorien auf. Ja? Und keine Angst, es gibt hier keine falschen Entscheidungen. Es gibt hier keine falschen Entscheidungen. Und wenn ihr auch immer fleißig dabei seid bei meinen Mindset-Runden, dann merkt ihr vielleicht auch mittlerweile, dass ihr das jede Woche mal anders verteilt. Das ist völlig normal. Ja? Ganz, ganz normal. Und vielleicht verteilt ihr es nächste Woche noch in einen anderen Umschlag. Das ist auch normal, weil ihr immer ein anderes Bedürfnis habt, ihr vielleicht auch gerade eine ganz andere Werbung gesehen habt und dann einfach sagt, Mensch, oh ja, das wäre doch auch mal wieder schön, auch ein Urlaub in Tunesien oder was auch immer. Ja, das ist ganz normal, dass wir uns da auch häufiger umentscheiden. So, deswegen lasst es einfach mal zu. Ja, es darf einfach nur Spaß machen, sich mit Geld zu beschäftigen und es darf vor allen Dingen auch schön sein für uns. So, also Aufgabe 2 war, entscheide bewusst, in welche Kategorien du das Geld sparen möchtest und dann verteile es auf diese Umschläge und natürlich auch gib es direkt aus. Das heißt, sage, wofür genau in diesem Umschlag, in dieser Kategorie wirst du diesen Betrag brauchen, um vielleicht einen bestimmten Betrag anzusparen oder eben auch einen Puffer aufzubauen, um zum Beispiel dir einen bestimmten Urlaub zu leisten etc. pp. Ja, ihr müsst es jetzt nicht auf so viele Kategorien verteilen wie ich. Ihr könnt es auch in 3 oder 4 verteilen, aber nutzt ein bisschen mehrere. Und vor allen Dingen entscheidet mal logisch. Ja? Nehmt euren Verstand mal mit rein. Und vielleicht habt ihr auch gemerkt, genau wie bei mir, die 3.500 Euro, die waren dann plötzlich ganz schön schnell weg. Ganz schön schnell. Liegt daran, dass ich so viele Kategorien habe. So. Und jetzt, ihr Lieben, brauchen wir wieder das große Geld. Denn jetzt gibt es genau eine einzige Aufgabe. Und zwar, diese 3.500 Euro werden jetzt in einen einzigen Umschlag gepackt. Das ist Nummer 3. Und das ist der Umschlag, in den du das Geld überhaupt nicht tun willst. Das heißt, den wirst du eben wahrscheinlich nicht dabei gehabt haben. In welchem Umschlag wären 3.500 Euro eine komplette Verschwendung? Ich habe jetzt tatsächlich zwei verschiedene. Und ich gehe tatsächlich auf beide ein. Ja? Und zwar einmal ist das in meinem Business der, wo ist er denn? Ich muss mal eben suchen. Der Steuerpunkt. Ich möchte nicht 3.500 Euro in meine Steuern tun. So, ich glaube, das war noch ein extra Umschlag. Da ist er. Das fände ich eine ziemliche Verschwendung. Allerdings tue ich sie jetzt hier mal rein. So. 3.500 Euro in den Steuern. Okay. Aber was würde ich machen mit 3.500 Euro in den Steuern? Ich meine, das ist ja ein Puffer, damit ich dann, wenn ich dann die Steuer bezahlen muss, damit ich das Geld eben auch da habe. Und andererseits ist das eigentlich ein ganz schön gutes Gefühl, oder? So viel Geld in die Steuern zu tun. Denn das heißt, du hast auch ganz schön viel verdient. Wenn du so viel Geld zurücklegen musst für die Steuern, dann musst du ganz schön viel verdient haben. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf ich sehr stolz bin. Wo ich sage, yes, cool, was ich mir da erwirtschaftet habe, was ich da selber fabriziert habe, was ich da erzeugt habe, ja, erschaffen habe an Geld in meinem Leben, damit ich tatsächlich einen Betrag von 3.500 Euro da reintun kann, muss. Ich sage mal so, das sind bei um die 10.000 Euro, muss ich dafür verdient haben. Weil ich habe mir so gesagt, so um die 33, also zwischen 30 und 33% will ich für die Steuern erstmal zurücklegen, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Ich will es tatsächlich dann ähnlich machen wie mit Susan. Ich will es dann auch bespielen. Und so dass ich es zumindest ein bisschen nutze, das Geld, ja. Vielleicht auch in Spielgeld, vielleicht in Echtgeld, das habe ich jetzt so noch nicht entschieden. Und zu wissen, 3.500 Euro sind in den Steuern, heißt, ich habe um die 10.000 Euro verdient.
mal eben so nebenbei. Das ist für mich komplett irreal. Ja? Und genau deshalb mache ich auch diese Money Mindset Videos. Entschuldigung. Und genau deshalb mache ich auch diese Money Mindset Videos, weil es für mich auch wichtig ist, außerhalb von meinem Money Mindset zu denken, mich an diese Beträge zu gewöhnen. Und deswegen finde ich das in den Steuern, glaube ich, ziemlich gut, weil das heißt, ich habe ordentlich was verdient. Das heißt, ich habe auch ordentlich Gutes getan, ja, weil ich verdiene Geld damit, wenn ich Mehrwert stifte, wenn ich Mehrwert gebe. Und das heißt, da darf ich ordentlich stolz auf mich sein. Und der zweite Umschlag ist tatsächlich in meinem Personal Binder. Ich habe ja gesagt, bei mir waren es zwei, wo ich mich nicht entscheiden konnte. Und der zweite Umschlag ist Technik. Und ich glaube, Technik hatte ich letztes Mal auch tatsächlich. Denn wenn ich mir etwas kaufe, wenn ich mir ein Handy kaufe, dann ist es meistens so zwischen 200 und 300 Euro. Fernseher habe ich gar nicht mehr. Also ich habe auch einfach ganz wenig an technischen Geräten. Und ja, habe dann halt einfach auch so das, wo ich sage, was soll ich da mit 3.500 Euro? Völlige Verschwendung in der Technik. Ja, wenn du es mir ins Heim und Garten tust für Wohnzimmer, alles Gute bei einer Technik. Okay, also definitiv, und das ist glaube ich auch das, was ich letztes Mal gesagt habe, es ist definitiv ein neues Handy und zwar vielleicht diesmal nicht 200 Euro, sondern diesmal vielleicht ruhig zwischen 500 und 1000. Ich kann mich ja langsam dran gewöhnen. Ja, also diesmal eins auf jeden Fall, was eine längere Laufzeit hat, was besser mit dem Akku ist, was ja da vielleicht einfach auch. Ein bisschen schneller muss es gar nicht unbedingt sein, aber auf jeden Fall größere Videos aufnehmen kann, wo das einfach funktioniert. Ja, ich würde mir einen neuen Laptop kaufen oder einen neuen PC auf jeden Fall, damit ich hier dann nämlich besser dran arbeiten kann. Und eine tolle Ausstattung, ein tolles Mikrofon zur Aufnahme und so weiter. Und das sind einfach mit 870 Euro, ist es was anderes. Kriege ich andere Sachen als mit 3.500 Euro? Vielleicht kann ich mir sogar so eine kleine Schallkabine bauen, dann kann ich auch für meine Podcast-Folgen und so weiter das ein bisschen anders einsprechen. Auch das finde ich spannend. Das fände ich sehr, sehr spannend. Also 3.500 Euro, ja, definitiv. Also ich glaube, 1.000 Euro würde ich jetzt Puffer lassen und die 2.500, die würde ich verbraten für tolle technische Sachen. Ja, weil es kann immer mal passieren, dass eine Waschmaschine kaputt geht, dass ein Kühlschrank kaputt geht, dass ein Herd kaputt geht, etc. Und da einfach einen kleinen Puffer zu haben, das ist, glaube ich, ganz gut. Und bei Technik ist 1.000 Euro, glaube ich, sowieso ganz gut. Von daher, ja. Also 3.500 Euro in die Technik. Ich bin sehr zufrieden. Und jetzt überlegt auch ihr, in welche Kategorie wollt ihr das Geld überhaupt nicht tun? Ja? Wo gefällt es euch gar nicht? Wo wehrt ihr euch innerlich dagegen, dass ihr das Geld in diese Kategorie tut? Und dann tut das Geld in diese Kategorie. Und entscheidet, wofür ihr es ausgebt. Ja? Das für heute sind 3.500 Euro. Ich weiß, das ist schon ein ganz schöner Betrag. Vor allen Dingen, weil wir jetzt ja bis jetzt mit anderen Beträgen gespielt haben. Aber ich verrate euch jetzt schon, es wird noch höhere geben. Es wird noch höhere geben. Wir wollen ja unsere Grenzen sprengen. Und das heißt, ich werde variieren. Ich werde immer mal eine andere Zahl nehmen. Und heute sind es eben die 3.500. Wofür gibst du es aus? In der Kategorie, in der du das Geld überhaupt nicht ansparen willst, weil es so viel besser ist in allen anderen Kategorien. Okay. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr wieder mitgemacht habt heute bei Money Mindset. Das ist so eine wichtige Lektion. Ich freue mich sehr, dass ich die mit euch teile. Ich freue mich bei jedem, der noch dabei ist. Schreibt bitte gerne mal in die Kommentare, wenn ihr auch festgestellt habt, welche Sache hat euch vielleicht verwundert? Vielleicht der erste Impuls, wo ihr das Geld unbedingt reintun wolltet. Vielleicht hat euch der verwundert. Vielleicht hat euch jetzt auch das letzte verwundert. Schreibt gerne mal eure Erfahrung dazu in die Kommentare und geht natürlich auch gerne nochmal auf unseren Anfangsimpuls ein. Für was hast du schon öfters Komplimente bekommen? Auch da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.